Hi Leute und willkommen zurück bei Sekiro Shadows Die Twice. Ja, ich habe mal gerade hier die Axt ausprobiert und wie man sieht an ihm hier, sie hat funktioniert. Jetzt haben wir abgesehen von der Axt auch noch etwas anderes, was neu ist, nämlich hier einen Wirbelhieb. Das ist dieser hier und der ist, glaube ich, immer einsetzbar. Und den werden wir gleich mal bei den nächsten Gegnern ausprobieren. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir gehen gleich weiter hier und machen uns auf die Suche. Beziehungsweise nicht auf die Suche. Auf den Weg zu einem NPC, an dem wir hier schon mal vorbeigelaufen sind. Und mit dem wir jetzt in dieser Folge mal reden werden. Und ich versuche jetzt mal. Gegner sind natürlich wieder da. Ich versuche jetzt mal hier über die Mauer zu kommen. Und so nicht gesehen zu werden. Ich muss nur noch wissen, wo der NPC gewesen ist. Hier war irgendwo. Irgendwo lag der doch hier. Also, wer von euch die letzte Folge gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass hier jemand gewesen ist. Der ist aber jetzt nicht mehr da. Der war hier an der Wand. Den wollte ich jetzt eigentlich ansprechen. Nein, da ist er. Okay, alles klar. Monte. Kirodomo. Oi. Onashi. Tashka. Shinobi yo na. De areba. Odo no. Shinobi yo no. Yatsura o. Tsunagi o. Na toll. Also, die Axt haben wir bereits. Und wie wir gerade sehen, können wir die jetzt auch ausprobieren. Das war sie. Man kann nur einen Schlag ausführen. Also, mit der Axt hier kann man nur einen einzigen Schlag ausführen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Sprechen wir ihn nochmal an, wenn er noch lebt. Und das war's. Das Bitte hatte noch gefehlt, als der Gegner kam. Und das war's tatsächlich mit ihm. Er hat uns noch einen Hinweis gegeben, den wir aber nicht mehr brauchen, denn die Axt, wie gesagt, haben wir schon gefunden. Ihr habt es gerade gesehen. Das ist die hier, mit der wir auf R2 einen Schlag ausführen können. Aktuell nicht mehr. Aber hier können wir einen neuen Gespräch lauschen. Oh, okay. Da will jemand rein. Da ist irgendwas Interessantes. Ich würde sagen, wir lauern mal. Anscheinend können wir hier jemanden
ansprechen oder irgendwas einsammeln. Also, hier geht's gleich weiter. Hier sind wir fast schon an diesem riesigen Gebäude. Kontrollieren wir kurz hier die Tür. Die ist natürlich versperrt. Wer bist du denn? よう、旦那。あんたも火事場泥棒ですかい?旦那は見たとこ、忍びですかね。何か探し物でも?まあ、何にせよ、ここは足がが先に見つけた場所でさ。よそをあさってくださいああ、そういえば、どっかの崖上に 30の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。 Warum holst du da nicht selber? ねえ、旦那、よそをあさってください。どっかの崖上に 30の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な、あっしなら。 Okay, das war's. Mehr hat er nicht zu sagen. Schauen wir, ob wir was eingesammelt haben. Okay. Einmal Heilung. Versperrt. Verhüllte Jizo-Statue, kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jizo-Statue steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Her damit! Also. Damit können wir nochmal auferstehen, falls wir im Kampf fallen sollten. Und dann haben wir das hier. Und gehen gleich rüber. Und schauen mal, was das hier ist. Wer ist das? Zoku de wa noi. Anata wa Waka-sama no. Yokatta. Shinobi-dono. 族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです。忍びどの、若様をお救いください。これをあなたに託します。 Gegenmittelpulver, ein starkes Gegenmittel, das vom Clan des versunkenen Tals erschaffen wurde. Heilt die Statusanomalie Gift und erhöht vorübergehend den Giftwiderstand. Magnetikvorkommen wurde im versunkenen Tal gefunden. Der Ort ist extrem giftig. Ein Gegenmittel ist unerlässlich für jeden, der versucht, das Erz abzubauen. Okay, also dann rüsten wir das auch mal gleich aus, wenn das so wichtig ist. Gegenmittelpulver. Ja, und wer das da drin ist? Waka-sama wa mada Shikurin Shinobi-dono Dogobun wo. Wer das da drin ist, das werden wir vielleicht noch erfahren. Aktuell jedenfalls nicht. Hier können wir noch lauschen. Douka ugokanai de kudasai. Kizu ni sawarimasu. Ja. いかねばならぬ。族どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私がいかねば。
無理です。この傷ではとても。Also, falls der rauskommt, dürfte der kein großer Gegner sein. Der klingt jetzt schon ziemlich fertig. Onoshi, Wakasama no Shinobi ja na. Oh, Kanjin na toki ni oran, tonda yakutadazume. Ya, moshiya. Onoshi zoku o tebiita no de wa arumai na. Sa mo nakuba kono Hirata yashiki ga.こうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者はいねえ。そう、hier haben wir einen neuen Freund gefunden。おぬし、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬ。とんだ役いや、お主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、いねえ。Also gut.Dann war es das hier. Das war laut. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Es geht in das große Gebäude. Es geht daran, den Jungen zu finden und zu befreien. Okay, wir haben keineHeilmöglichkeit, aber wir können uns einmal wiederbeleben. Dank des Items, das wir hier gefunden haben. Also weiter geht's. Vielleicht können wir ja eine nach dem anderen hier runterlocken. Okay, also die Axt, die kann diese Schilder durchbrechen. Das hatte ich mir nochmal angeguckt. Allerdings hat man ja mit der Axt nur einen einzigen Schlag. Schauen wir also mal, ob wir hier irgendwie um ihn rumtänzeln können.Ja, das scheint schwierig. Ja, das funktioniert nicht. Ich gehe mal weiter. Lassen wir ihn einfach da stehen. Ja, und wie er uns jetzt gesehen hat, keine Ahnung. Eigentlich waren wir versteckt. Und er mit dem Schild kommt auch noch langsam auf uns zu. Wenn sich die Axt regeneriert, können wir ihn erledigen.
Okay, also. Eigentlich nicht möglich, dass wir jetzt hier getroffen werden. Aber was passiert? Einmal Kügelchen haben wir noch. Und das war's mit Heilung. Also. Jetzt müssen wir aufpassen. Stoßangriffe kontern. Stoßangriffe können nicht geblockt, aber dafür pariert werden. Mit dem Mikiri-Konter kannst du auch Stoßangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchführung der feindlichen Haltung mehr Schaden zufügen als mit gewöhnlichen Parieren. Okay. Das ist jedenfalls ein gefährliches Gebiet hier. Und ganz ohne Heil-Item komme ich mir ein bisschen nackt vor. Und ich hoffe, dass sich die Axt so langsam mal wieder regeneriert. Komm, wir testen einfach mal den Parry hier. Okay, also, der ist gefährlich und wir werden wahrscheinlich auch sterben. Trotzdem, ich versuch's mal. Okay, Leute, das war nochmal ein kurzer Cut. Ich bin nochmal kurz zurück zum Training, denn ich hatte einen Move ganz am Anfang vergessen, die Ausweichrolle. Und die hat dann noch zwei, drei andere Trainingsoptionen freigeschaltet, ihr habt es gesehen. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Ich habe gelernt, wie man Stoßangriffe kontert mit L1, wenn man getroffen wird, und Kreis zur Seite. Das ist wahrscheinlich auch nötig, um hier weiterzukommen, denn einer hat eine riesige Lanze dort hinten. Ein Bereich, wo wir noch nicht waren, den zeige ich euch ganz kurz. Hier auf der linken Seite, da sind diese... Hühnchen. Aber mehr ist hier auch nicht, hinter dem Haus. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich hier. Von daher, hier müssen wir uns nicht lange aufhalten. Stattdessen gehen wir weiter und sagen ihm nochmal guten Tag. Der freut sich bestimmt. Oh, das war fies. Der hat so einen Dreher. Also er dreht den Körper und schlägt dann verzögert und macht richtig viel Schaden. Und attackiert einfach meinen Angriff. Kostet mich eine Heilung. Und jetzt stehen wir wieder ohne Heilung da. Also, ich habe kein gutes Gefühl, ich muss mir irgendwie Heil-Items besorgen. Ich weiß aber noch nicht genau woher. Und das macht so auch keinen Sinn. Ja, wir haben jetzt keine Heilung mehr. Da hinten sind etliche Gegner. Das heißt, ich gehe nochmal zurück in das Dorf. Dort, wo wir unsere Mutter getroffen haben. Und da war links ja noch ein Bereich. Und in dem
Bereich. Da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann erkunden wir erstmal hier diese... Ja, diese, was war das? Ein Dorf, Stadt? この社にはいきばを失った者が集うようだ。現にそれがしもここにおる。だからかの。そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試しいくらでも受けようぞ。